Ich hab's gewusst. Ich habe es gewusst. Prophezeite er aussagekräftig. Ach, leck mich doch. Oh Mann. Zweifelte er, aber mal ganz von vorne. Was hinbauen, was wegbauen und anpassen. Was hinbauen, was wegbauen und wieder anpassen. Wieder was hinbauen, wieder wegbauen und wieder anpassen. So ist das beim Umbau. Die Pappen zum Beispiel, die haben mich sowas von gestört, also die haben mir so unglaublich gar nicht gefallen, dass ich die wieder abgemacht habe und habe sie dann ein bisschen kosmetisiert. Damit meine ich Kosmetik, den Begriff habe ich mir gerade einfallen lassen, ich glaube, den gibt's gar nicht, muss ich mal googeln. Und ich weiß, dass am Ende von beiden Pappen so ziemlich nichts zu sehen sein wird, weil da ja Schränke oder ein Regal vor ist oder irgendwas davor hängt. Aber wenn man die Schränke aufmacht, dann sieht man eben genau da drauf und das möchte ich wenigstens so eine Art von okay haben. Also habe ich die Pappen jetzt mit Folien verziert. Und zwar die Seite, die man nicht sieht, die also hinterm Schrank ist, die habe ich halt mit irgendwelchen Folien beklebt, da waren mir die Motive egal und die sichtbare Seite, also die, auf die man immer guckt, die habe ich dann mit ausgewählten Motiven beklebt, aber der Teufel hat ja immer seine Finger so ein bisschen im Spiel. Ach, leck mich doch. Ich hab die falsche Seite beklebt. Scheiße. Oh Mann. Aber davon lassen wir uns nicht aufhalten. Wir passen weiter Schränke an, denn die Verkleidungspappen, die ich jetzt eingebaut habe, die haben ja auch eine bestimmte Stärke und die muss jetzt noch runtergearbeitet werden. Und ich habe dann nachträglich doch erstmal die beklebten Verkleidungen seitenverkehrt montiert. Vorerst. Und weil es ja für den Durchstieg auch noch eine Verschalung geben soll, müssen auch hier wieder Schablonen geschnitten werden, weil auch da ist in den Ecken nichts eckig, sondern alles rund. Und nach dem Anpassen wieder alles abbauen.
So, die Pappen müssen jetzt alle nochmal ab, weil ich die ja nur mit wenigen von diesen Klemmstiften einfach nur mal fixiert habe. Ich hatte nämlich die Klemmstifte noch nicht bekommen, die ich bestellt hatte. Darum nochmal danke an den Sven und an den Dennis, die mir dann mit einer Handvoll Klemmstifte von sich selbst ausgeholfen haben. Und darum habe ich die hier nur mal einmal rundherum positioniert und muss die Pappen ja nochmal jetzt abmachen, weil ich jetzt dann innen drin nochmal mit der Hohlraumversiegelung rein muss. Und gerade die alten Fahrzeuge haben immer auf dieselbe Art und Weise diese Seitenverkleidung montiert mit den Stiften, die hinters Blech greifen. Früher habe ich auch die Seitenverkleidung abgemacht, indem ich mit dem Schraubendreher rumgehebelt habe und dann ist doch irgendwann mal innen drin so ein bisschen die Pappe halt gebrochen und da habe ich dann irgendwann keinen Bock mehr drauf gehabt und habe mir dieses Aushebewerkzeug dafür gekauft und das ist tatsächlich nicht nur günstig, sondern auch richtig gut, weil damit geht man jetzt einfach hinter die Pappe und löst die Pappe von innen an und so bricht einem dann nichts auf. Das heißt, ich gucke jetzt überall, wo die Pappen so dran sind, gehe dahinter und sag Plock, auf und die Pappen bleiben heile. Habe ich euch mal verlinkt, kostet wirklich kein Geld und erspart einem sehr, sehr, sehr viele Nerven. So, die Pappen sind ab. Jetzt muss ich warten, bis ich die Hohlraumversiegelung bekommen habe. Ist auch bestellt, aber momentan verzögert sich ein bisschen alles. Und es kommt ja jetzt ein Schrank hier hin und ein Ablagefach kommt ja dahin. Das heißt, ich habe hier in der Mitte habe ich dann etwas über 1,20 Meter an Liegefläche. Und die Liegefläche, die muss ja irgendwo fixiert werden. Und um das System auf dem Boden zu befestigen, also ich habe ja hier ein System, da ein System, das heißt hier kommen die Scharniere hin, will ich so wenig wie möglich neue Löcher bohren und darum werde ich hier die Originalschiene nehmen. Die Originalschiene, die war ja hier drauf und die kommt hier hin und die ist ja mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schrauben schon befestigt und ich werde jetzt diese Schrauben später nehmen. Werde damit die Schiene an den Originallöchern wieder befestigen, weil die echt extrem massiv ist hier im Transporter. Und werde einfach nochmal dieselben Löcher hier reinbohren und werde dann von unten den Balken darauf fixieren, der später dann die Scharniere halten wird, damit ich das Bett da klappen kann und auch hier klappen kann. Jetzt mache ich erstmal die und die Stellen sauber, die ich mir leider eingesaut habe, als ich einmal im Regen mit offenen Löchern gefahren bin. Und es gibt so bestimmte Arbeiten, das sind so Wartearbeiten, also Arbeiten, die man eigentlich nicht machen möchte, die man aber jetzt machen muss, weil man gerade was anderes nicht machen kann. Also mache ich dann sowas. Und auch eine super Wartearbeit ist das Entfernen von Aufkleberresten vom Vorbesitzer. Und nach den 30 Jahren, die diese Aufkleber nun auf dem Armaturenbrett waren, hilft auch kein Aufkleberentferner mehr oder sonst irgendwas. Da hilft nur ein Stück weiches Holz und Fleißarbeit. Ich hab's gewusst. Ich habe es gewusst. So ein Dreck. Das sind jetzt noch so Spätschäden von dem Typen, der mir damals mein Auto geklaut hat. Der hat ja auch noch, das habe ich aber relativ spät erst bemerkt, der hat ja noch Jugendforscht in der ganzen Elektrik gespielt, hat Sachen rausgerissen, hat irgendwelche Kabel durchgekniffen an Stellen, wo ich nicht schnell hingekommen bin. Und diese Kabel, die habe ich dann teilweise einfach neu gezogen und habe die alten Kabelstümpfe drin gelassen. Und das wollte ich jetzt natürlich auch alles einmal schön machen. Um da aber ranzukommen, muss man unter anderem den Lüftungstunnel abbauen. Und ich habe mir jetzt beim Lüftungstunnel abbauen tatsächlich eine von den Klemmen abgebrochen. Und ich hasse das. Ich hasse es, wenn Sachen kaputt gehen, die
eigentlich nicht hätten kaputt gehen müssen, weil man sie ja eigentlich gar nicht hätte ausbauen müssen, wenn ich irgendein anderer totale Scheiße gebaut hätte. Wie gesagt, gehört nicht zum Ausbau. Jetzt muss ich das Teil entweder neu besorgen. Hier, da ist er ab. Oder reparieren, oder ich baue es mal ein und guck mal, ob es noch so hält. Oder ich lasse mir eine andere Lösung dafür einfallen. Nicht schön, aber kriegen wir schon hin. Was uns wieder zurück in den Fachmarkt für Handwerksmaterialien bringt, den ich genauso liebe wie auch Holzmärkte oder Schrottplätze. Andere fahren zur Entspannung in den Wald, ich gehe in den Baumarkt, in den Holzmarkt oder auf den Schrottplatz. Ich werde übrigens jetzt öfter mal gefragt, ob ich denn ein Konzept habe für den Ausbau oder ob ich einfach mal lustig drauf losgebaut habe. Die Antwort ist, ja, ich habe ein Konzept und zwar jeden Tag ein anderes, denn ich muss die Konzepte immer wieder anpassen, weil mir immer wieder was einfällt, was ich dann beim Bauen doch anders oder schöner oder komplett anders machen könnte. Und da bin ich bei meinem Bus sehr flexibel, ich mache das einfach so lange, bis es mir passt, bis es praktisch ist, bis es gut funktioniert und bis es mir gefällt. Die Serie hat ja noch ein paar Teile, ihr werdet ja live dabei sein. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Morgen sollen 39 Grad und Sonne in Berlin sein und ich muss mit Hohlraumversiegelung in meinem schwarzen Bus arbeiten. Ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber ich freue mich wie Bolle und wir sehen uns wieder im nächsten Teil. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.